Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Ich fahre jetzt mit offenem Fenster. Ich vermute mal, dass der Ton recht beschissen sein wird. Deswegen mache ich jetzt auch immer mal Fenster zu. Ich muss jetzt echt mal gucken, auf welcher Blende meine Kamera überhaupt aufnimmt. Sollte eigentlich mit F1.4 aufnehmen, aber ich sehe es jetzt. Das ist natürlich jetzt richtig doof. Da muss ich da jetzt nochmal anhalten. Ja, da vorne kommt der Bushaltestelle, dann halte ich da mal schnell an. Aber ich möchte eigentlich, dass mein Hintergrund unscharf ist und das funktioniert nur mit der offenen Blende. Da meine Augen aber nicht mehr ganz so gut sind, wie sie vor 20 Jahren mal waren, kann ich auf die Entfernung auf dem kleinen Display die kleine Zahl einfach nicht mehr so richtig lesen. Mal auf jeden Fall während dem Autofahrer. Aber ich weiß auswendig, an welchem Rad ich drehen muss. Die OE2 aber auf F16. Jetzt müsste ich theoretisch auf. Ja, jetzt bin ich auf 1.4 und hat es jetzt auch gesehen, der Hintergrund ist unscharf geworden. Mein Problem ist jetzt eigentlich bloß, dass es warm ist im Auto. Und die sehr ungern mit Klimaanlage fahre. Jetzt natürlich rausfinden möchte, ob der Chip so im Alltag, wenn ich jetzt normal fahre, ob der Mehrleistung tatsächlich bringt. Also den Warm-up-Timer, den habe ich jetzt zwar ausgeschaltet. Ihr seht jetzt halt in dem Fall nur mich und hört, was ich sage. Ihr seht jetzt kein Tacho oder sonst irgendwas. Rein theoretisch könnte ich meine Dashcam-Aufnahme mit einblenden, aber das werde ich wahrscheinlich nicht machen. Ich möchte jetzt auf jeden Fall irgendwo auf der Autobahn gehen. Und jetzt gibt es dann die Möglichkeit, entweder ich fahre Richtung Stuttgart oder ich fahre Richtung Ulm. Ich bin mir tatsächlich noch gar nicht so sicher, in welche Richtung das ich eigentlich fahren will. Und ich meine, dass selbst wenn jetzt sie da an der Alpha leicht rausbeschleunigt oder dass der jetzt schon ein bisschen agiler ist, wie er mit meinem Race-Chip von One vorher war. Und jetzt mit dem neuen Race-Chip GTS 5 Black heißt der, glaube ich. Man hat die Möglichkeit, den Race-Chip zu deaktivieren über die App. Und das kann ich auch jetzt während dem Fahren machen. Und ich bin halt auch schon gefahren mit einem deaktivierten Chip. Und da ist das Auto echt richtig, richtig träge. Also ungewohnt träge. Dass ich da jetzt echt sagen könnte, ja, der Chip, der bringt definitiv eine Leistung und auch mein alter Chip hat schon eine Leistung braucht, aber ich möchte es jetzt eigentlich nicht mal als Leistung aussprechen, sondern das ist einfach die Agilität von dem Auto wird echt drastisch erhöht. Wenn ich da nur leicht Gas gebe, dann merke ich schon, dass der voran will. Wenn ich den Chip deaktiviere, dann muss ich schon relativ viel Gas geben, dass er dann mal das Ziehen anfängt. Weil wenn er dann mal zieht, auch mit dem deaktivierten Chip, dann geht er natürlich auch voran. Aber für mich jetzt halt echt total ungewohnt, weil ich gewohnt bin, dass ich Halbgas geben muss, dass da mal ein bisschen was kommt.
wenn sie halt wohnt, die Tipps Gas einfach halt ja, leicht an und dann spüre ich schon Vortrieb und dann kann ich so leicht das Gas dosieren, was ich will. Und wenn ich mit dem deaktivierten Chip fahre, dann zippe ich das Gas leicht an und dann passiert erstmal gar nichts. Und dann muss ich wirklich das Gaspedal ungewohnt weit durchdrücken, dass ich dann spüre, okay, da kommt jetzt was. Wenn jetzt sie Vollgas fahre, dann wird sich das mit oder ohne Chip vermutlich gar nicht so extrem viel schenken. Aber kann natürlich auch täuschen, weil ich müsste jetzt echt mal eine längere Strecke ohne Chip fahren und dann wirklich mal öfters mal halt richtig groß beschleunigen, dass ich dann sagen könnte, okay, ich spüre doch da einen massiven Unterschied. Aber ich bin jetzt eigentlich 6 Jahre lang oder 7 Jahre, ich weiß gar nicht mehr genau, wann ich den Restchip eingebaut habe, mit dem gefahren und da davor habe ich schon einen eBay-Chip drin gehabt. Das ist ein ganz billiger, ich glaube, den habe ich bei eBay mal für 49 Euro gekauft. Den habe ich eine Zeit lang drin gehabt, ich weiß gar nicht wie lang, aber das war mir dann. Ja, das war mir irgendwie dann nachher zu unsicher, weil ich dann, ich wusste dann, wie der auf dem Motor sich eventuell negativ auswirken kann. Weil von RaceChip ging jetzt davon aus, dass da wirklich irgendwas drin ist, wo vielleicht nicht berechnet, aber wo halt berechnet worden ist, ein bestimmter Widerstand und das hat man halt danach so zusammengebaut, dass es dann gut funktioniert und die haben ja auch Leistungsstufe gehabt, wo ich hoch und runter stellen können, was sie jetzt über den neuen Chip halt auch direkt über die App machen können. Also muss mein jetziger Chip tatsächlich irgendwie eine Software drin haben, wo dann sage, wo das steuern kann. Beim alten Chip habe ich das noch so über einen Potentiometer letztendlich eingestellt, wo dann halt verschiedene Klickwertigkeit hat. So, und bei dem Chip, was ich von eBay kittern, da wird, denke ich mal, einfach halt irgendein Widerstand eingebaut worden sein und hat dann nachher meiner Commonwealth gesagt, du hast zu wenig Dieseldruck, erhöht es mal. Also da gehört ja eine Spannung gehört ja dann in den Chip rein und wird dann nachher letztendlich dann vermutlich durch einen Widerstand halt einfach etwas reduziert. Das ist ja, müsste ja alles im Millivolt-Bereich sein. Hat die Spannung etwas reduziert und somit gehört die Motorelektronik von dem Auto aus, der kriegt zu wenig Diesel oder hat zu wenig Commonwealth-Druck und erhöht es dann und somit hat dann das Auto mehr Leistung. Auf jeden Fall war mir das dann nahezu unsicher, wie gut das gemacht war, weil ich denke mal, wenn ich da bei eBay so einen Chip aus China abstelle, dann wird das Gehäuse immer das gleiche sein für alle möglichen Autos und nichts irgendwie auf ein bestimmtes Auto abgestimmt sein, sondern hat halt einfach einen Widerstand drin gehabt, wo dann gesagt hat, du kriegst zu wenig Diesel und dann fahren wir damit. Was aber gut funktioniert hat, weil ich habe ja im Anschluss dann damals den Race-Chip eingebaut und habe eigentlich gar keinen Unterschied gemacht. Das kann natürlich auch sein, dass man mit so einem Chip dann auch 200.000 Kilometer fahren kann. Kann ich aber jetzt schlecht beurteilen. Mit dem RaceChip One, was ich jetzt drin geht, dann bin ich auf jeden Fall über 100.000 Kilometer gefahren. Ohne Probleme. Und jetzt habe ich den RaceChip GTS 5 Black drin. Mit der App-Steuerung und mit den Smart-Feature. Was die Smart-Feature aber letztendlich alles, was das alles heißt oder was das alles kann, das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Ich weiß halt, ich kann jetzt bei mir so einen Warm-Up-Timer aktivieren, dass der die erste 2 Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten, das kann ich selber definieren.
einfach die Leistung reduziert. Also ich denke, da wird der Chip dann wahrscheinlich komplett deaktiviert sein, dass ich dann halt ganz normal fahre mit der Standardsoftware, ohne Manipulation. Und dann aktiviert er sich halt nach dem Ablauf der Zeit. Und dann hat der Chip aber noch eine Funktion oder das Smart Feature, wo ich jetzt aber gar nicht weiß, welche Funktion. Da müsste jetzt tatsächlich auf der Webseite nochmal nachlesen. Ja, auf jeden Fall habe ich dann heute eingebaut, habe dazu auch ein Video gemacht, was auf meinem Kanal JD Germany zum Finden ist. Da haben wir dann die erste Probefahrt gemacht mit dem Chip und da bin ich dann erstmal deaktiviert gefahren und dann habe ich auf jeden Fall schon mal gemerkt, dass mein alter RaceChip One tatsächlich das Auto etwas agiler gemacht hat. Dann habe ich den Chip auf Race gestellt und Race von der Leistungsstufe 6 auf die höchste 7 dann praktisch erhöht und so fahre ich auch jetzt gerade aktuell und habe dann mal durchbeschleunigt oder einfach halt Gas gegeben und ich würde sagen, der hat deutlich doch nochmal mehr Leistung und spürt man tatsächlich und jetzt bei dem jetzigen Chip wird halt auch der Turbodruck wird auch nochmal abgefangen und dann sagt der wahrscheinlich im Steuergerät, der Turbodruck ist etwas zu gering, erhöht den mal ein bisschen. Das gleiche mit dem Dieseldruck, der ist zu gering, erhöht das mal ein bisschen und somit kriegt das Auto jetzt in dem Fall mehr Sauerstoff und mehr Diesel, dass der laut Herstellerangabe, also laut RaceChip, sollte das Auto jetzt 314 PS anstatt 258. Das ist so eine Zahl, na, das glaube ich, sage ich wirklich. Ich glaube, dass man da so viel Leistung durch einen Vorschaltchip rausholen kann. Das könnte vielleicht sein, unter was der Kuckuck, welche Idealbedingungen, wenn der Motor noch fast neu ist oder so, aber ich glaube es nicht. 258 PS sollte das Auto rein theoretisch haben. Ich vermute mal, dass der wahrscheinlich so oder so bloß noch 240 hat mit 300.000 Kilometer oder über 300, ja, fast 320.000 Kilometer. Dann kriegt er nochmal jetzt vielleicht 30 PS dazu durch den Chip und dann bin ich nachher bei, keine Ahnung, 270 PS. Das ist jetzt das ist so meine Vermutung, wo ich dann realistisch eventuell rauskommen könnte. Auf jeden Fall fahre ich jetzt mit dem Chip auf dem Race-Modus. Das tut ja jetzt mein Getriebe beeinflussen, also das Auto fährt eigentlich ganz normal. Ich spüre halt, wenn ich Gas gebe, dann kommt der relativ zügig, also relativ agil. Und wie das Getriebe dann nachher gesteuert wird, das weiß ich da, ob der irgendwie eine Drehmomenterkennung hat oder was, wie der entscheidet, wann er runterschaltet. Auf jeden Fall habe ich festgestellt, dass er mit dem Chip schneller runterschaltet und dann wirklich durchbeschleunigt, als wie wenn ich den Chip deaktiviere. Obwohl ich eigentlich keine Getriebeoptimierungssoftware drauf habe. Und wenn jetzt will, dass das Getriebe etwas zügiger schaltet oder etwas mit mehr Drehzahl fährt, dann kann er bei mir immer noch auf von Komfort auf Sport wechseln und dann ist das Getriebe auch etwas flinker mit dem Schalter und fährt dann praktisch mit höheren Drehzahlen. Aber durch das, dass ich einen Diesel habe, brauche ich nicht unbedingt höhere Drehzahlen, weil ein Diesel, der Vorteil ist ja, dass der schon relativ früh viel Drehmoment entwickelt und somit kann ich sehr entspannt zügig fahren. Das gefällt mir tatsächlich an den Dieselautos auch echt richtig gut. Also ich weiß nicht, ob ich unbedingt nochmal einen Benziner ran will.
Benziner, ja, wenn es irgendwie ein Ami-Auto ist mit einem V8-Motor, das wird mich natürlich schon reizen. Aber dann ist halt immer, da muss man halt immer im Hinterkopf dann behalten, okay, so ein V8-Motor, ein Ami-Schlitter, da brauchst du halt einfach dementsprechend mehr Sprit. Dann brauchst du Benzin, was schon mal teurer ist als wie Diesel, und dann brauchst du auch etwas mehr Benzin. Weil so ein V8-Motor, wenn man den sparsam fährt, kann man den vielleicht schon mit 10 bis 11 Liter fahren. Das wird mit Sicherheit möglich sein, aber wenn man den halt normal bewegt und auch ein bisschen die Leistung abruft, dann ist man halt mit 14, 15, 16 Liter. Und das muss man sich dann schon gut überlegen. Das ist dann gegenüber dem, was ich jetzt hier brauche, laut Bordcomputer. Seitdem ich das Auto habe, heute noch nie genullt, also habe ich jetzt einen Durchschnittsverbrauch, seitdem ich das Auto habe, von 7,6 Liter. Wenn ich jetzt so in meiner App nachgucke, wo ich, also ich habe ja zwei Apps auf dem Handy, 123tanken.de, da sehe ich dann immer, welche Tankstelle in der Region ist der Sprit gerade am günstigsten. Das lohnt sich dann tatsächlich manchmal ein bisschen einen Umweg zu machen und an einer anderen Tankstelle mal geschwind 4 Cent pro Liter zum Sparen. Oder dann habe ich noch die App spritmonitor.de. Da ist dann halt auch mit Arbeit verbunden. Immer wenn ich beim Tanker bin, muss ich dann nachher letztendlich meinen Tachostand eingeben und die getankte Menge eingeben. Ich kann auch die Spritkosten eingeben, aber das mache ich ab und zu mal. Wie oft ist da an der Tankstelle, dann tankst du und dann kaufst du noch. Früher war es Zigarette. Gerade rauche ich ja keine mehr, also kaufe ich das keine mehr, aber ab und zu dann, keine Ahnung, nimmst du eine Cola, eine Dose Cola mit oder nimmst ein Bier mit von mir aus oder sonst irgendwas. Oder kaufst vielleicht auch bloß ein Päckchen Kaugummi. Ja, da muss ich immer auf der Rechnung gucken, was hat das Tanker jetzt letztendlich kostet und der Gesamtbetrag. Und also Betrag gäbe ich meistens nicht ein, sondern halt die gefahrene Kilometer oder der aktuelle Tachostand. Die gefahrene Kilometer rechnet sich die App dann allein aus. Von der letzten Eingabe. Bloß wenn ich halt mal dann vergesse, das einzugeben, dann bin ich letztendlich das Doppelte gefahren und anstatt zweimal tankt plus einmal tankt, dann stimmt die ganze Rechnung nicht mehr. Also wenn man das macht, dann muss man es halt wirklich auch konsequent immer machen. Ich habe das jetzt durchgezogen, seitdem ich das Auto gekauft habe. Also ich könnte jetzt komplett alle meine Betankungen nachvollziehen. Ja, super. Jetzt hätte ich überholen können und hat sie können, weil der vor mir rausziehen wollte und hat es dann durchgemacht. Bei dem Überholvorgang gerade immer. Das ist also doch echt nochmal zügiger gegangen, als was ich jetzt normalerweise gewohnt bin von meinem Chip, was ich vorher drin gehabt habe. Also das ist, da macht das Auto echt richtig Spaß jetzt. Gut. Ein Diesel ist relativ sparsam. Der wird auch jetzt mit dem Chip auch sparsam sein. Ich kann den theoretisch F-Mal noch sparsamer fahren, weil er jetzt einfach das Luft-Kraftstoff-Gemisch besser dem besseren Wirkungsgrad zuordnen kann. Oder wird ja dann automatisch, weil wir haben ja das Problem, dass so ein Auto eigentlich nicht rußen darf. Weil wir haben ja ein hohes Partikelfilter drin und das war ja vor, keine Ahnung, vor 30 Jahren war das ja überhaupt gar kein Thema. Bevor man die ersten Turbo-Autos gekriegt hat, die haben ja gerade einen Mercedes-8 oder so, die haben ja gerußt ohne Ende.
Das ist jetzt bei den modernen Autos eigentlich nicht mehr so. Wenn man vielleicht mal was Großes sieht, dann ist es ein LKW. Und selbst die ruset so gut wie gar nicht mehr. Und wenn man dann doch was Großes sieht, dann weiß man entweder, okay, bei dem Auto ist der Turbolader kaputt. Der hat zu wenig Sauerstoff, zu wenig Luft und zu viel Sprit. Oder das Auto ist dann über Kernfeldoptimierung so dermaßen optimiert worden, dass halt zu viel Diesel eingespritzt wird im Verhältnis zum Sauerstoffgehalt. Ist natürlich gut für den Wirkungsgrad, aber halt schlecht für die Umwelt, sage ich jetzt einfach mal. Ja, bei dem Chip, der verändert ja nichts an dem Motorsteuergerät. Der Chip sagt ja dem Auto bloß, ich habe ein bisschen zu wenig Diesel und ein bisschen zu wenig Luft. Wenn man richtige Kernfeldoptimierung macht, dann kann ja auf jeden einzelnen Parameter kann ja separat eingangen und kann sagen, die Einspritzdauer soll länger werden, der Common Rail Druck soll höher werden, der Ladedruck soll höher werden. Dann kann man auch das Getriebe optimieren, wie das genau funktioniert, weiß jetzt nicht, ob der irgendwo das Drehmoment erkennt, dass der halt dann früher und schneller schalten soll. Also da ist auf jeden Fall viel möglich. Und wenn das halt jemand macht, wo das vielleicht nicht wirklich so richtig gut kann, dann ist das meiner Meinung nach schädlicher als wie so ein Vorschaltchip. Kann mir aber vielleicht auch eventuell auch täuschen, und wenn man da viele Kommentare liest, dann sind die vielleicht komplett anderer Meinung, aber es gibt halt die Lager und die Lager. Ich glaube, ich kann mich jetzt zu einer von denen wenige zählen, wo ich sage, dass beides okay ist. Ja. Aber wie auch immer. Jetzt bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wenn ich nachher auf der Autobahn komme, ob das Auto tatsächlich jetzt ein bisschen besser fährt oder nicht. Wenn der Akku da leer sein soll, dann sollte ich das Video jetzt mal kurz unterbrechen und nachher nochmal filmen, wenn ich auf der Autobahn bin. Also, wir sehen uns entweder im nächsten Video oder es geht direkt weiter. Ich sag schon mal Tschüss!